Seattle an einem wunderbaren Samstagnachmittag in Lumen Field. Die Partie am 16. Spieltag der Gastgeber Sounders gegen Kansas. Beide ja im Westen nur 4 Punkte voneinander getrennt. Aber die Gastgeber, das Team von Brian Schmetzer, 2 Spiele weniger. Sein Team ist im Halbfinale im Pokal, während die Sounders in Grün und Blau erst halbzeit von rechts nach links als erstes amerikanisches Team ja die CONCACAF Champions League gewannen. Und sie begannen überragend. 8 Minuten gespielt, Will Broin, der 32-Jährige, mit seinem 3. Treffer nach einer fantastischen Flanke von Christian Roldan. Die Eröffnung hinten raus von Regen und dann abgesetzt gegen Easy Matmerin. Keine Möglichkeit für Tim Melia gegen die Laufrichtung. Dieser Kopfball angesetzt. Früh die Führung für Seattle. 4. Heimspiel hintereinander. Zuletzt ein 1:1 gegen den Tabellenführer aus Los Angeles. Er ist der Langzeittrainer in der Liga. Hatte kein Auge für den Space Needle. Übrigens 184 Meter hoch. Ein Restaurant und Aussichtsplattform hier in Seattle. Besuch lohnt sich. Lohnenswert auch die erste Aktion Halbzeit 2 von Cameron Duke. Kansas stellt nicht auf 1:1. Unter der Woche gab es ein 6:0 gegen Omaha. Beste Gelegenheit, um das Vertrauen für diese Partie zu haben. Nur erste Halbzeit ist ja schon längst vorbei. Da gab es so etwas überhaupt nicht. Und Halbzeit 2, der muss dann einfach rein. Kansas war in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Hatte Chancen, wie hier auch durch Kapitän und Top-Torjäger Russell. Schon 5 Tore. Für Stefan Frey, 360. Spiel in der Liga, kein Problem. Das Problem bei Kansas ist das Defensivverhalten. Schon 29 Gegentore vor diesem Spieltag. Zweitschlechteste Abwehr. Es folgte das 0:2 aus Sicht von Kansas. Flanke links und wieder ein Kopfball. Aber nicht Will Broin, sondern Jordan Morris. Nach Superflanke von Nuhutolo. Kein Druck drauf, Stellungsfehler in der Mitte. Vom Spanier Fontas und wieder gegen die Laufrichtung. 4. Treffer des 27-Jährigen. Und Grün bekam Platz, bekam Spaß und spielte Fußball. Einmal in den Lauf, 2-mal in den Lauf. Danke, Christian Roldan. Vorbereiter, Torschütze, einer der Keyplayer bei den Sounders in dieser Spielzeit. 3:0 nach 76 Minuten. War alles klar, alles war offen. Und Kansas kassiert mittlerweile 32 Gegentore. Und dann weißt du, warum sie da stehen, wo sie stehen. Nämlich nur auf Platz 16. Und es gab sozusagen die Chance zum 4:0. Morris einmal gegen Melia. Und Tim Melia war der Mann, der Kansas das Debakel verhinderte. Der Ball immer noch da. Wieder Miranda. Und dann noch einmal Roldan. Und am Ende war es die letzte Situation in dieser Partie. Er schaffte es, dass seine Jungs eben nicht mit 0:4 vom Hof gingen. Kansas, ja, gut in der Partie, am Ende aber ohne zwingende Torchancen. Und Seattle zu den richtigen Zeitpunkten, mit den richtigen Momenten und einem überzeugenden 3:0. 3. Heimsieg in den letzten 4. Es folgt ein weiteres Heimspiel gegen Montreal. Solltest du nachlegen, kletterst du in der Tabelle. Und Kansas bleibt da, wo sie stehen. Der Rückstand zu Platz 7 und den Playoffs wird immer größer, während er schaut nach oben. Brian Schmetzer.